So, schauen wir mal. Oh, jetzt habe ich mein Makro nicht mehr rausgezogen. Der Mage wollte Bloodlust hier am Anfang ziehen. Nee, 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 aber ein bisschen Essen kann ich nebenbei. Wird schon laufen. Ach komm, warum bleibt denn der eine schon wieder stehen da? Das verstehe ich halt nicht. Interrupt. Müssen wir halt gucken, jetzt werden sie gleich hier alle Lachen hinlegen. Dann müssen sie rauskriegen. Oh, die sind halt geslowt bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Wenn wir den einen mal interrupten würden, dann wird er da vielleicht auch rauskommen. Holy moly. Der hat sich jetzt halt wieder komplett vollgehalten, ne? Interrupt. Wir haben halt jetzt nicht so viele Interrupts tatsächlich. Aufpassen. Ich halte meinen... Warte mal, ich kickse einmal, dass die Heilung nicht durchkommt. Ich halte meinen Interrupt für den Mob aus. Weil nichts ist ätzender, als wenn der Ding durchgeht. Von dem Großen. Ist nämlich ziemlich schnell immer Feierabend. Nein, 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 komm raus da jetzt. Dürfen die Kleinen da nicht drauf sterben auf dem anderen, weil die können nicht rausziehen. Boah, sind die geslowt. Das kann ich keinem erzählen. Interrupt. Boah, gerade nochmal weggekickt den einen. Wenn er seinen scheiß Cast anfängt und der eine drunter steht, dann ist richtig ätzend. Schon schwer zu gucken bei 10 FPS. Aber an was liegt das? Bei mir steht, dass die Ding gut ist, ne? Interrupt. Liegt das bei allen? Da muss ich nochmal gucken, an was das liegt. Range. Interrupt. Ah, super, wir haben beide gekickt. Muss einer kicken. Hat das noch jemand gekickt oder ging es durch? Ich glaube, das ging durch, ne? Obwohl, sonst wäre die Gruppe wahrscheinlich ziemlich runtergedroppt. Interrupt. Okay, diesmal habe ich jetzt gewartet, bis der Rogue mal den Interrupt draufhaut, dann haue ich mir auf den nächsten. Nein, das ist so dumm, jetzt steht er da drin. Genau das wollte ich vermeiden. Ja, es setzt halt genau den Cast an, wenn der andere... Wenn die einen beiden sterben, das kann ich mir doch nicht erzählen. Ich bin schon die ganze Zeit gebackpedalt, 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 gebackpedalt. Und genau als sie sterben, setzt er den Cast an. Und steht mit dem Fuß nur drin in der Scheiße. Eigentlich musst du bei sowas immer den Typen, den du nicht sehen kannst, ein bisschen mehr fokussen und dann die anderen machen. Interrupt. Der zimmert nämlich ordentlich, der Boss. The fuck? Defensive. Okay, hier werde ich richtig auf den Sack kriegen.
Defensive. Ah, der Heiler ist tot. Defensive. Hey, was ist der gerippt? Nachgucken. Run away. Defensive. Ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn ich durch den Typen durchlaufe, durch die Schlange. Defensive. Wenn die sich immer so ein bisschen seitlich dreht. Wenn du da einige von den Balls frisst, dann war's das ziemlich schnell. Defensive. Hey, das steht gar nicht im Log drin, durch was er gestorben ist. Steht einfach drin, gestorben. Ist er runtergefallen? Das kann ja gar nicht sein, oder? Also es steht nicht im Damage-Meter, durch was er gerippt ist, ne? Interesting. Defensive. Komm, ich zieh lieber nochmal Inka hier. Stehe ich jetzt nicht. Defensive. Holy shit. Run out. Run out. Könnte man noch ein bisschen drauf konvoken. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? Schlaf gut. Defensive. Lass ich mal den Stack ein bisschen ablaufen. Reinhauen, ne? Ah, da sind schon wieder entkommen. Kriegt das Blizzard einmal hin, diese Viecher zu fixen? Ah, der eine hat ihn jetzt geschiebt hier. Ich hab schon öfter, dass ich dann mir immer denke, boah, die will ich gar nicht machen, die jetzt hier. Weil die so oft verbuggen. Und vor allem das Ätzende ist manchmal, wenn die verbuggen, dann sind die quasi entkommen. Dann sind sie auf einmal aus dem nicht mehr entkommen und ratzen halt irgendeine Idee instant um. Und dann kannst du halt nichts machen gegen, weil du sie halt vorher nicht antanken kannst, solange sie entkommen sind. Oder halt irgendein Heiler oder so, ne? Wegen Heal-Agro. Auch schon gesehen. Ich frage mich auch, was das für ein Problem ist, ne? Dass die einfach nur da um die Ecke kommen. Der eine hat sich vorher schon rumgeportet, das war schon ein bisschen strange. Theoretisch kannst du die auch hier reinziehen, ne? Das geht schon auch. Gerade schon überlegen, ob ich hier ein bisschen mehr zusammenpull.
Moment, da sollte ich vielleicht rausgehen. Warte, nochmal ausgewichen. Fragen wir immer noch an, was der Heiler da gerippt ist vorhin, ne? Also, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Mit denen mal raus. Das Ding ist, ich glaube, wir werden vom Damage nicht hinkommen. Wir machen schon ganz schön lange rum bei dem Trash tatsächlich. Der Rock schreibt, der ist noch nie so rumgelaufen. Sind nicht auf jeder Seite die ähnlichen Mobs? Ich glaube, sonderlich viel um ist es ehrlich gesagt nicht, ob du so oder anders rumläufst. Falschen getauntet. Da komme ich nicht mehr raus. Das war's. Oh, fuck it. Ich bin hinten an dem Kack-Dings hängen geblieben, ne? Ich wollte raus shapeshiften. Hier mit der Soul Shape, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Naja, da hinten hätte ich sie nicht reinziehen sollen. Ich dachte, ich gehe da einmal zu dem einen Ding und an dem Tischbein bin ich hängen geblieben. Seht ihr das da? Die Kacke ist. Wenn da so viele Viecher drauf sind, dann siehst du das echt schlecht. Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe, ne? Weil ich war nicht mehr in der Bärengestalt. Ah, da steht nicht drin in der Grütze. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir die Dings finden hier. Ah, okay, sie haben mich nicht gestunt, das war schon mal gut. Hat er jetzt den Speer aufgenommen? Scheint so. Ich weiß gar nicht, dass es ein Rogue-Kyrianer spielt, ne? Hab ich glaube ich auch noch nicht gesehen, sowas. Muss ich gleich gucken, wie ich meine CDs plane. Ich habe jetzt nochmal eine Inca ready. Gut wäre es, wenn ich es halt für das Pack da drüben nochmal hätte. Super, ich habe den zweimal angeklickt. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Wunderbar. So viel dazu. Ich glaube, ich ziehe es jetzt hier für die Mobs. So ein Damage raus, das ist nimmer feierlich.
Nach der Inke muss ich auf jeden Fall flitzen gehen. Oder die Mobs sterben vorher. Oh nein, jetzt habt ihr die dann nochmal gestunt in der Grütze drin. Na gut, ich habe die da jetzt ein bisschen rausgezogen, aber da kommt jetzt gleich die Pappen nochmal, deswegen müssen die hinterziehen, ne? Ah, ich habe den einen gerade noch weggekickt, ne? Nicht, dass der da wieder... Was macht der Heiler da? Oh boy. Ich dachte mir gerade, der Edden, ne? Der stand da ganz gefährlich dran. Okay, aber ich habe auf jeden Fall meine Inka wieder. Für das große Pack, das ist schon mal gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es zu vorsichtig gespielt haben. Ich hätte wahrscheinlich sogar mehr pullen können. No. Interrupt. Die Inka setze ich jetzt hier nicht mehr ein, die spare ich fürs ätzende Pack. Machen wir mal weiter. Kann ich am Anfang vielleicht mit Bugskin rein? Interrupt. Ja, teilweise schon ein bisschen nervig mit diesen Flächen, ne? Die Mobs kannst du wenigstens rausziehen, diese großen Roboter, die sind halt ein bisschen ätzend. Okay, wir haben jetzt Trash-technisch 75, 76, okay. Viel müssen wir jetzt halt nicht mehr machen, ne? Was letzter mitgenommen? Vorletzter, der Heiler kommt. Ich habe jetzt extra Inka nicht gleich am Anfang gezogen, weil während die im Speer sind, können die mir eh nichts. Aber jetzt kann ich halt hier dann nochmal... Fuck, die sind da drin reingestunt. Jetzt muss ich sie mal so rauskicken. Naja, also ich laufe eine ziemlich ähnliche Route wie in Season 2, ehrlich gesagt. Also ich mache jetzt kein, also einen Skip mache ich halt mit dem nächsten Mob da hinten, aber sonst ist eigentlich alles relativ ähnlich. Weiß halt nicht, es gibt vielleicht nochmal irgendwelche anderen Special Tactics oder so. Allein dieser Dot rotzt halt übelst, ne? Sieht Heiler-Mana technisch aus? Sieht gut aus. Ach, ich müsste mal potten. Ich vergesse immer die Pots, ehrlich gesagt. Shockwave. Mittlerweile kann man ja ein bisschen weiter wegziehen, weil die Dinger auch wieder verschwinden, ne? Dann ist es ein Ticken Midi-freundlicher. Früher wollten die Leute ja immer, dass es möglichst zusammengesteckt lässt.
Weil die Teile ja nicht despawned sind und wenn du dann einen langen Fight hattest, war es ein bisschen ätzend. Shockwave. Schauen wir, dass wir hier nicht so viel Scheiße fressen. Watch your step. Shockwave. Ich spiele jetzt safe. Ich könnte jetzt hier Eulen-Convoke irgendwas machen, aber wir machen das jetzt safe. Meine Bären-Convoke fertig ist. Diesmal haben wir echt guten Schaden dabei, ne? Also hier im Boss geht ordentlich runter. Boah, ich bin jetzt im Überlegen, ziehe ich Inka hier noch? Shockwave. Weil danach mache ich auch nochmal einen Single-Target-Mob. Komm, ich ziehe einfach Inka. Scheiß drauf. Watch your step. Shockwave. Ich kann ja noch ein bisschen weiterziehen. Danach sind sie ja eh dann wieder despawned. Dann ist egal. Oh, ein bisschen heilen vielleicht. Komm, ich zieh mal eine Dings-Inka. War jetzt fast eher wasted. Was? Oder Ventil spielen und gar nicht mit Convoke nachdenken? Ja. Könnte man auch, ja. Wahrscheinlich werde ich auf Ventir switchen. Danke dir fürs Followen. Rogue meint, wir sollen safe spielen. Er will nichts skippen, habe ich gesagt. Ja, wir machen den Skip-Mob. Er muss nicht sein, Rogue. Theoretisch hätten wir auch mit dem Ding mitmachen können. Also wenn ihr jetzt wieder erzählt, er weiß nicht, wo hier der Speer ist, weil hier musst du auf jeden Fall vorbei, ne? Also, Expo mal nochmal kicken. Weil viel Trash brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen quasi jetzt, nachdem wir hier durchgeskippt sind, nur noch, ich glaube, eine Seite brauchen wir kleine, ne? Nicht beide. Ach Mist, die muss ich rauskicken. Ah, diese Kackwirbelstürme. Stehen sie da alle drin? Kackviecher. Die auf der anderen Seite, die kommen halt... Alter, wie lange brauchen denn die? Die sind halt so runtergeslowt. Ich habe halt schon einmal einen Knockback reingemacht. Das hat ja jetzt wunderbar funktioniert. Na gut. Die halt hinter die Ecke zu ziehen mit der... Mit dem Void-Debuff hier ist halt immer so eine Sache, ne? Okay, jetzt können wir den Boss machen.
Wir müssten genug Prozente haben. Ich weiß nicht, warum sie jetzt hier noch was machen wollten. Müsste passen. Move, boss. Er ist jetzt ein bisschen auseinander, ne? Weiß nicht, der Rogue? Ah, der hat gerade seinen Cloak eingesetzt, ne? Ja, super, da darf ich wohl sorgen. Maximal auseinander. Ja, da hinten. Also normalerweise will ich es halt in der Linie kriegen, ne? Dann ist es halt einfach zu sorgen, tatsächlich. Aber das Problem ist, die haben das jetzt halt so weit auseinander abgelegt, dass ich da jetzt nicht noch einen Sog hinkrieg. Nee, also, ja, genau, dann müsste meine Route schon passen, ne? Hier, dass ich... Das ist jetzt halt saubehindert. Krieg halt jetzt nicht mehr alle... Ihr seid jetzt saubehindert. Da hat er halt ein paar gefressen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn er welche frisst. Heilt er sich dann, oder? Ach, Kacke. Mich hat so ein Ding weggeschleudert, so ein Wirbel. Wisst ihr was, ich zieh den Boss jetzt da hoch. Dann haben wir auch wieder eine Linie, ohne dass wir hier da in die Ecke müssen. Also irgendwie das mit einem schönen Ablegen, das klappt nicht so ganz. Jetzt nur 11 Minuten, das wird halt ein bisschen knapp, ne? Weil da oben diese Einmobs, die dauern halt einiges. Diese großen. Kommen jetzt schön zusammen. Uff. Na gut, ne? Schön ist was anderes. Ah, man kriegt Gruppenschaden. Okay. Bis jetzt hat es eigentlich immer alles geklappt, ne? Dass man die gesorgt hat. Ich glaube, das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, dass sie durchgegangen sind. Sorg mal den Wirbel weg. Okay, das war keine gute Idee, den Wirbel wegzusaugen. Hätte ich lieber mal nicht mitgemacht. Alle CDs gezogen. Na gut, hat er geklappt. 10 Minuten haben wir noch. Also machbar sollte das ja sein. Ja, also es müsste eigentlich reichen. Ich hoffe halt, dass er einen Speer mitgenommen hat. Das letzte Mal habe ich es auch, glaube ich, so gepult. Das hat immer ausgereicht. Na, da muss ich ein bisschen weg. Das ist blöderweise hier im... eingesperrt.
Oh, da würde ich jetzt rauslaufen, wenn ich du wäre. Der Heiler. Also, warum läuft denn der Heiler da vorne bei dem Mob rum, wenn der klieft? Würde ich halt einfach mal nicht machen. Oh boy. Das ist jetzt super optimal. Ich muss auf jeden Fall rüber. Nehmen wir den da raus. Das ist ein Todesloch da hinten. Ding ist, wenn halt alle nah am Boss stehen, ne, wird diese Void-Fläche hier mit dem Speer halt immer da abgelegt, wo die Leute stehen, ne? Dann ist es automatisch alles in einer Ecke und dann wird's ätzend. Deswegen bin ich immer so ein Fan davon, wenn sowohl die Rangers als auch der Heiler versuchen immer auf Range zu stehen, ne? Also jetzt nicht nur hier, sondern allgemein. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen durchgelaufen, aber es hat irgendwie kaum Schaden gemacht. Ich glaube, ich hau Inka jetzt auch noch hier auf den Mob. Ob ich jetzt auf den Boss Single Target hau oder hier. Glaube ich fast wurscht. Bei, ich könnte es beim Boss. Könnte ich am Anfang die Ads cleaven. Vielleicht machen wir das. Ja, ich mach's auf Boss am Anfang. Oh, da hab ich jetzt nicht aufgepasst. Okay, da haben anscheinend auch ein paar andere nicht aufgepasst. Soll ich die retzen? Nee, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Müssen wir mal gucken, dass wir das hier noch... Oh boah, ich muss doch Inka ziehen. Dieser eine kleine Scheiß-Mob. Ich hab keine Wut zum Beehren. Ich muss jetzt gerade voll gucken, dass ich nicht sterb. Meine Inka noch ziehen. Hier fliegst du doch gleich wieder hoch, du bist ja eh unten. Lieber ein BR für den Endboss, wenn da was schief geht. 5 Minuten haben wir jetzt noch. Also wenn wir nichts verkacken, dann geht's. Seht, das ist 100%, das passt alles. Okay, auf geht's. Jetzt halt clean runterspielen. Dort, wo er hinschaut. Alter, der Magier. Hat sich halt komplett zerratzen lassen. Oh, fuck it. Das ist immer so kacke, wenn du irgendwo drin stehst, ne, in so einer Kuppel oder so, und dann so ein Hit kommt, wo du aufpassen musst. So was. Find shelter. Solange alle jetzt safe spielen, dürft's eigentlich machbar sein. Phase change. Ah, da hätte ich jetzt eigentlich eine Eulenkonvok durchkriegen müssen. Ach komm, habe ich nicht bekommen. Ach, der Rock hat ihn. Okay. Phase change. Ja gut, okay. Ist mir egal, kann der Rogue auch machen. Normalerweise gucke ich immer, dass ich so als Tank mache, ne? Aber wenn er das solide macht. Find shelter. Ich glaube, das wird doch nichts vom Schaden her. Wir haben jetzt nur 3 Minuten.
Boss braucht halt einfach ewig. Runterspielen. Find shelter. Eine Eulenkonvok durchhauen. Find shelter. Ja, normalerweise nicht, aber der Boss hier dauert halt immer relativ lang, weil du halt diese Zwischenphasen hast, weißt du? Das ist so ein bisschen das Problem. Spread. Steht so ein bisschen in der, Void drin. Der hat ihn schon geretzt. Ich wollte gerade sagen, ich versuche die ganze Zeit, ihn zu retzen. Find shelter. Phase change. Ich muss rüber. Ah, der Rogue geht rüber. Okay, dann mache ich den hier. Phase change. Naja, wir haben jetzt nur eine Minute, ne? Also so viel, du brauchst keine 5 Minuten für einen Dingsboss. Sag ich doch, bei dem hier, mit den mit der Zwischenphase und allem. Wenn da noch einer rippt und so, da wird's halt schon eng. 40 Sekunden sind es noch. Ist nicht nur Leute dumm sterben, müsste es eigentlich klappen. Ich glaube, das ist einer der Bosse, die am längsten dauern, overall. Da würde ich jetzt aber reingehen. 13 Sekunden waren noch offen, also... ja gut, ne? Oh, ich habe nicht umgestellt. Ich habe nicht umgestellt, jetzt haben wir auf Wächter. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht irgend so ein räudiges Tank-Trinket. Nein, habe ich schon wieder dieses Kack-Trinket gekriegt. Warum können die mir nicht einfach mal eine Handschuhe geben oder sowas? Das ist so ätzend. Ich bleibe immer noch mit diesen Kack-Dingern rum. Ich krieg einfach keine Handschuhe. Der eine hat einen Gürtel gekriegt, den er verrollen will. Ich glaube, das Trinket kann ich auch rollen. Brauche ich halt auch nicht. Ich krieg halt immer so einen Rotz. Naja, hilft nichts. Wenigstens war es in Time. Haben wir wieder einen Key mehr. Sind wir auf 2.7. Hat er, glaube ich, noch nicht ganz geupdatet.